Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Legend of Zelda Ocarina of Time. Ja, wir werden uns jetzt Richtung Schloss Hyrule aufmachen. Oh, du verlässt uns? Ich wusste, dass du den Wald eines Tages verlassen würdest, Sky. Du bist anders als meine Freunde und ich. Sicher hast du deine Gründe. Versprich mir, dass wir immer Freunde bleiben, ja? Ja, sicher. Ich möchte, dass du meine Ocarina an dich nimmst. Oh, was ein Abschiedsgeschenk. Ich bin so gerührt. Die Feen-Ocarina. Sie ist ein Andenken an Salia. Im Gegenstandsmenü kannst du sie auf so platzieren. Ja, das kriegen wir hin. Das ist in Ordnung. Alles Gudi. Sie bedeutet mir sehr viel. Wann immer du sie spielst, solltest du an mich denken. Jetzt macht er ab. Er kann nicht mit Frauen umgehen. Er ist da noch nicht so im Game drin. Das macht ja auch nichts. So, alles gut. Oje. Hylianische Steppe. Das sieht schön aus. Auch wenn ich da die komische Eule da oben schon sehe, ne? Kann man die nicht irgendwie skippen? Ich glaube, die kann man skippen, wenn man ganz langsam vorbeiläuft, aber das ist ja nicht Sinn der Sache, ne? Wenn übrigens auch die komplette Welt spiegeln können, aber das wollte ich dann doch irgendwie nicht. Sei willkommen. Bist du bereit, Sky? Scheint, dass du nun in die Zeit gekommen bist, da dein Abenteuer beginnen soll. Das, was hinter dir liegt, war ein Spaziergang im Vergleich zu dem, was dich erwartet. Doch sei tapfer und verliere nie den Mut. Folgst du diesem Weg, so gelangst du zum Schloss Hyrule. Dort sei es dir bestimmt, die Prinzessin zu treffen. Weichst du ab von deinem Pfad und wandelst auf den unbekannten Wegen, so nutze deine Karte. Die Orte, die du bereits erforscht hast, mögen wie von Geisterhand in deine Karte gezeichnet werden. Drücke Start, um ins Menü zu gelangen, und L oder R, um den Kartenbildschirm einsehen zu können. Im Kartenbildschirm findest du außerdem einen Hinweis, welchen Ort du als nächstes aufsuchen sollst. Hast du das alles verstanden? Das ist schon immer die fieseste Nummer gewesen, dass die hier einfach Nein nach oben drücken. Und wenn du schon wie so bekloppter A drückst und spammst, dann sagt er dir das alles nochmal. So sei es. Setze deinen Weg nun fort. Wir sehen uns wieder. Das ist locker Scam gewesen. Die wollten uns damit trollen. Und zwar bewusst. Ah, die Viecher, die sind auch so mies. So. Nee. Sidestep nach wie vor, glaube ich, schnellste Möglichkeit. Ohne irgendwas, Pferd oder mäßiges, sich vorzubewegen. Ah, Gott, Alter, das geht aber ganz schön schnell dunkel. Hab ich das noch? Komm schon. Ja, los. Oh, das war knapp. Los, Rainer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war jetzt aber wirklich, Und es ist noch, ey. Denn, ja. Jetzt wollen wir erstmal ein bisschen Cash-Mash machen. Und Skulltula Number 4. Ist das schon Nummer 4? Hier? Ich glaube, ne? Hat auch einfach so gar keinen Bock auf seinen Job, glaube ich, ne? Sagt er das nicht sogar? Ich glaube, er sagt das, ne? Mann, ist mir langweilig. Es wäre bestimmt spannender, wenn hier mehr los wäre. Hey, das bleibt aber unter uns, klar? Egal, vielleicht können wir etwas Dampf ablassen, indem wir ein paar Krüge zerschlagen. Stell dich vor einen Krug und drücke A, um ihn aufzuheben. Drückst du nochmal A, wirst du ihn. Das ist einfach eine geile Wache. Das habe ich noch nie verstanden, wie er es hinkriegt, dass die Dinger einfach kaputt gehen. Digga, ich hätte aber sowas von Kopfschmerzen. Was? Digga, was ist denn da los? Nix drin? Willst du mich verarschen?
Miese Nummer. Egal, wir haben alles geklärt hier. So, da sind wir. Können wir da schon mitmachen? Oder hat er zu? Ne, der hat auf. Oh, geil. Vielleicht kriegen wir es ja jetzt schon hin. Mit so einem Spielchen wagen, das kostet sich nur 20 Rubine. Okay, das hier ist nur was für echte Kerle. Die berühmteste Schießbude des Landes. Stell dich auf die Plattform und ziele genau. Du hast 15 Schüsse und musst alle 10 Steine treffen. Schieße mit B. Fertig? Dann los und viel Glück. Jawohl. Oh, jetzt habe ich Stress. Ja, Wahnsinnsschütze. Ich bin begeistert. Klasse. Göttlich. Hier, nimm dieses einzigartige Präsent an dich. Du hast eine Munitionstasche für Dekokerne erhalten. In der Tasche kannst du 40 Dekokerne aufbewahren. Scheiße, wir waren ja gar nicht im verlorenen Wald, ne? Da hätten wir auch noch mal schießen können. Ah, Harry Knitter, ey. Ja, das, ja, du, es ist, wie es ist, ne? Guck mal, was zieht denn da? Zieht dich eigentlich woanders stehen? Wow, deine Kleidung. Wo trägt man denn sowas? Du scheinst nicht von hier zu sein, oder? Woher kommst du? Oh, du bist ein Feenjunge aus dem Wald. Ich bin Marlon. Meinem Vater gehört die Long Long Farm. Vater ist zum Schloss gegangen, um dort Milch abzuliefern. Ich glaube, bisher kam er nicht zurück. Ja. Das ist richtig. Schloss Hyrule. Ist jetzt hier dunkel, oder was? Oh! Sky, hier entlang. Du bist ein Kackvogel da oben, ey. Die Prinzessin befindet sich im Schloss. Doch hüte dich vor den Wachen, sie dürfen dich nicht sehen. Wisse, hier auf diesem Grund nimmt die Zeit ihren gewohnten Lauf. Suchst du jedoch eine Stadt oder eine, die Ranch, steht die Zeit still. Wenn du möchtest, dass die Tageszeit sich ändert, musst du die Stadt verlassen und zu späterer Stunde wiederkehren. Geh nun und hüte dich vor den Wachen. Muss ich meine Worte wiederholen? Jetzt ist schon wieder. Scheinst die Gabe der Weisheit zu besitzen. Viel Glück. Also jetzt wanted der mich auch noch weg? Was willst du denn? Oh, jetzt ist es dunkel. Jetzt gibt es hier, glaube ich, eine Skulptura. Boah. Oh, knapp, du. Jawohl. Muss ich nicht erst... Oder erst noch ein Hühnchen, oder? Ah, wir laufen jetzt einmal so hin. Ganz entspannt. Ah. Sehr gut. Hier einmal durch. Ah, den Weg, den kennt man noch. Es läuft auch alles sehr smooth. Ich habe übrigens in meinen originalen N64-Controller auch einen neuen Analogstick eingebaut, der im GameCube-Style quasi, erhältlich ist. Das andere war ja noch mit dem Zahnrad da drin und der Feder und alles, was richtig schnell ausleiert. Und das hier ist einfach wesentlich entspannter. Kann ich euch auch gerne in die Beschreibung mit reinhauen. Weil das Ding lohnt sich auf jeden Fall. Es ist einfach ein absolut megamäßiges Handling. Oh, der war jetzt ja... War nix. Sehr gut. Die... Kristalle wollen wir mitnehmen. Wo sind denn die Roten hin? Sind die mitgeschwommen hier? In die Ecke? Okay. Navi, was willst du? Der Dekobaum wollte, dass wir die Prinzessin im Schloss von Hyrule besuchen. Sollten wir uns nicht etwas beeilen? Ja, du hör mal auf hier. Zu meckern. Ich bin doch schon voll dabei, ey. Nein! Da wollte ich gar nicht. Da wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich hier rüber. Das ist alles Cash-Special. Hey, du gibst einen blauen. Jawohl. Oha! Gut, 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 gut.
quatschen wir den mal an. Grummel, Grummel. Milch frisch abliefern. Muss mich beeilen. Ja, ja, tut mich auch. Lassen wir uns einmal kurz rausschmeißen. So, Freunde. Jawohl. Hey, Kleiner, halt. Stehen bleiben. Im Namen des Königs. Bleib mal locker, bleib mal locker. Da ist sie doch jetzt. Gehst du zufällig auch zum Schloss? Wenn ja, tust du mir einen Gefallen. Würdest du dort meinen Vater für mich suchen? Sicher ist er eingeschlafen, macht irgendwo ein Nickerchen. Er ist immer das Gleiche mit ihm. Ach, wenn du ihn suchst, nimm das hier an dich. Wahre es warm und sorgsam auf. Du wirst es gebrauchen können. Ein seltsames Ei. Es scheint, als würde sich darin etwas bewegen. Warte ab, was passiert. Ja, es kann bei Eiern passieren. Hm. So. Und hier noch irgendwie was. Käferchens. Jetzt muss das Ei ja eigentlich nur schlüpfen. Das heißt, wir können da jetzt schon wieder... Oh, ne, dann müssen wir von hier hoch. Wie können wir gleich wieder zurück. Und uns soll so ein bisschen aufhalten, dann, wenn wir es geschafft haben, wieder durchzukommen. Und dann schlüpft das Ei eigentlich, glaube ich, binnen eines Zykluses. Schauen wir mal. So. Ich habe das hier, glaube ich, noch nie so richtig angeguckt. Weil hier überall die Wachen stehen. Aber ja. Haben sie es ja ganz schön hier. Was jetzt dieser kleine Weg hier soll, weiß ich zwar nicht. Aber das hat mich ja auch nicht zu interessieren, ne? So, den Kollegen. Was sagt der uns jetzt hier für eine Uhrzeit? Na? Man erzählt sich, es sei 18.19 Uhr. Okay. Aber was ich jetzt ein bisschen komisch finde, ist, dass hier diese roten Rubine einfach weg waren. Ah! Hab ich vielleicht zu lange gebraucht? Ja, guck mal, ey, ich kann hier wieder voll absahen. Ob die Leute überhaupt wissen, dass sie hier pures Cash-Mash einfach hinten bei sich im Burggraben haben? Das glaube ich nämlich gar nicht. Also es gibt auch irgendwie die Möglichkeit, so da hochzukommen. Aber ich kann es auf jeden Fall nicht. Das habe ich irgendwo mal gesehen beim Speedrunner, aber ich bin halt keiner. Von daher wisst ihr auch nicht, wie das gehen soll. So schon mal gar nicht. Aber macht nichts. Können wir das schon mal so ein bisschen hinschieben. Wie wir es möchten. So, jetzt muss das Hühnchen nur noch schlüpfen. Jawoll! Wow, du hast das Ei ausgebrütet. Ein Küken ist geschlüpft. Was zum Teufel? Kann man denn nicht mal für eine Sekunde die Augen zumachen? Hallo, wer bist du? Also ich bin Talon, Besitzer der Longlong Farm. Ich war auf dem Weg zum Schloss, um frische Milch zu liefern. Als ich mich kurz ausruhen wollte, muss ich vor eingeschlafen sein. Was? Marlon sucht nach mir? Da bekomme ich gehörigen Ärger. Ich hatte jedoch versprochen. Auweia, das läuft nicht gut. Ja, Junge, jetzt aber Flotti Karotti. Mach mal ein paar Meter. Talon. Sehr schön. Dann sind wir auch gleich schon im Schloss drin, ne? So. Ich bin überlegen, ob wir dann vielleicht nochmal in den Kokiri-Wald gehen. Dann nochmal die große Feenschleuderbox zu holen. Da müssen wir mal schauen. So. Und rein hier.
Jawohl. Ach, die gute Mucke. Ah, das sind alles so schöne Farben. Das sieht so gut aus. So. Ja, Leute. Machen wir schneller hier. Warum ist der eine eigentlich so aufgeregt und der andere ist eigentlich entspannt? Weiß auch keiner, ne? So, hier gehen wir gleich oben lang. Brauchen wir gar nicht, ne? Aber wir können auch hier lang. Ja, was ist das denn? Das ist ja schwachsinnig. Ich glaube, ich bin da unten noch nie lang gegangen. Ich glaube, ich bin immer oben lang. Na komm, Kollege. Sehr gut. Haben das ja auch zwei? Auch zwei, ne? Ja, ja. So, sieht zu, Leute. Was ist das eigentlich für eine geile Statue da in der Mitte? Ah, der macht nur halbe Meter hier. Ich glaube, ich kann vorbei. Ich lasse ihn aber nochmal einen Schritt machen. Ja, sehr gut. So, und so sind wir vorbei an den Wachen. Geilo. Wer denn? Da steht sie auch schon. Für die Leute, die es nicht wussten, hier haben wir auch so ein paar kleine Easter Eggs. Da ist ein Bild von Yoshi. Oh, das ist auch in HD diesmal angezeigt. Da haben wir Prinzessin Peach. Oh, da haben wir Super Mario und Bowser. Und da ist noch Luigi. Ist eigentlich noch mehr? Nee. Fand ich auf jeden Fall eine schöne Idee von den Machern, dass sie da so ein paar Bilder mit drin gehabt haben. Ja, dann wollen wir mal schnacken mit der guten Dame. Hallöchen. Nanu. Wer bist du? Wie hast du es geschafft, an den Wachen vorbeizukommen? Ja, Link ist einfach ein richtiger Macher. Also er beantwortet jede Frage, ohne was zu sagen. Es ist Bombe. Oh, was ist das? Das ist... eine Fee? Dann kommst du aus dem Wald? Du hast nicht auch zufällig den heiligen Stein des Waldes, oder? Ich meine diesen funkelnden grünen Stein. Ich habe alles, was du möchtest. Nun, hast du ihn dabei? Nein. Das ist seltsam. Ich glaubte eben, du wärst der Junge aus meinem Traum. Du hast ihn wirklich nicht? Sag mir bitte die Wahrheit. Nun, hast du ihn dabei? Ja, ist ja gut. Das hättest du immer die blöden Antworten auch zuerst geben. Wie ich mir dachte. Ich hatte einen Traum. Darin überzogen dunkle Wolken unser Land Hyrule. Doch plötzlich durchschnitt ein Strahl hellen Lichts diese Wolken. Er kam aus dem Wald und ganz Hyrule erstrahlte in seinem Glanz. Das Licht verwandelte sich in einen Jungen, der einen glitzernden grünen Stein in den Händen hielt. Ihn begleitete eine Fee. Ich weiß, es war eine Prophezeiung, dass jemand aus den Tiefen des Waldes kommen würde. Ich dachte, du wärst es. Oh, tut mir leid. Ich habe mich ein bisschen mitreißen lassen von meiner Geschichte und mich gar nicht standesgemäß vorgestellt. Ja, Fräulein. Ich bin Zelda, Prinzessin von Hyrule. Wie lautet dein Name? Ich fühle etwas. Sky. Seltsam. Er kommt mir so vertraut vor. So sei es, Sky. Ich werde dich nun in das Geheimnis des Heiligen Reiches einweihen, das seit Generationen von meiner Familie gehütet wird. Du wirst es doch nicht weitererzählen? Doch. Also, das hätte ich von dir nicht gedacht. Geil. Du wirst es doch nicht weitererzählen. Nee, da hätten sie jetzt noch was anderes einbauen können. Okay. Ist gut. Dies ist die Legende. Oh, jetzt kommt doch wieder dasselbe wie beim Dekobaum, ne? Das hat mich schon früher immer genervt. Dass eigentlich zweimal dasselbe gesagt wird. Das Three Force vereint die Kraft der drei Göttinnen. Die verbargen es an einem Ort in Hyrule. Denn das Triforce hat die Macht, die Wünsche dessen wahr werden zu lassen, der es in Händen hält. Ein rechtschaffenes Herz würde Hyrule in goldene Zeiten voller Reichtum und Frieden führen. Würden Wünsche eines Menschen mit niederer Gesinnung erfüllt, so verschlänge das Böse die Welt. Daher errichteten die Weisen die Zitadelle der Zeit, um das Triforce vor bösen Mächten zu bewahren.
Ja, Lu. Die Zitadelle der Zeit ist unser, in unserer Welt der Zugang zum Heiligen Reich. Dieser Zugang ist versiegelt durch eine steinerne Mauer, die man Zeitportal nennt. Das heißt, man brauche die drei heiligen Steine, um den Zugang zu öffnen. Und noch etwas, nämlich ein uraltes Relikt, das in Besitz der Königsfamilie von Hyrule ist. Die Ocarina der Zeit. Hast du die Geschichte, die ich dir anvertraute, verstanden? Ja. Großartig. Das habe ich ganz vergessen. Ich habe gerade durch dieses Fenster geschaut. Eines der Elemente aus meinem Traum. Die dunklen Wolken. Ich glaube, sie symbolisieren diesen Mann dort. Möchtest du ihn dir anschauen? Nein. Bitte, wenn du dich nicht beeilst, wird er fort sein. Ich habe gar keine Chance. Ich muss ihn angucken. Alter. Siehst du den Mann dort? Hier mit dem bösen Blick? Das ist Ganondorf, Anführer der Gerudos in der Wüste fern im Westen unseres Landes. Hat mein Vater die Treue geschworen, doch ich glaube nicht, dass er aufrichtig ist. Die dunklen Wolken, die Hyrule in meinen Träumen einhüllten, die müssen diesen Mann symbolisiert haben. Oh, dicken Zinken, ne? Was ist passiert? Hat er dich gesehen? Hab keine Angst, er hat keine Ahnung von unseren Plänen. Noch nicht. Ich weiß, er ist es. Natürlich erzählte ich meinem Vater von meinem Traum. Von dem Traum. Doch er glaubte mir nicht, dass der Traum eine Prophezeiung sei. Doch glaube mir, ich spüre die böse Aura dieses Mannes. Ganondorf hat es auf nichts anderes als das Triforce des Heiligen Reichs abgesehen. Nur das scheint sein Begehr. Um sein Ziel zu erreichen, muss er Hyrule, nein, die gesamte Welt unterwerfen. Sky, wir sind die Einzigen, die Ganondorfs Pläne durchkreuzen können. Bitte. Ich glaube kein Wort. Ja, doch, Kringeln. Ich danke dir. Ich habe Angst, große Angst, dass dieser Mann Hyrule den Untergang bringt. Er besitzt übermenschliche Kräfte. Doch nun, da du hier bist, wird alles gut. Genau, schick mal so einen 11-12-Jährigen in den Krieg gegen so einen erwachsenen Gerudo-Krieger. Läuft. Wir müssen verhindern, dass Ganondorf in den Besitz des Triforce gelangt. Ich will die Ocarina der Zeit mit all meiner Kraft schützen. Niemals soll er sie erhalten. Deine Aufgabe sei es, die verbliebenen heiligen Steine zu finden. Sie sind der Schlüssel zum Heiligen Reich. Lass uns das Triforce suchen und mit dessen Kraft Ganondorf bezwingen. Eines noch. Nimm diesen Brief an dich. Ich bin sicher, du wirst ihn brauchen können. Das ist Zeldas Brief. Er trägt Prinzessin Zeldas Unterschrift. Gudi. Und da ist auch schon ein weiterer wichtiger Charakter gespawnt. Aus dem Nichts. Ein bisschen kannte ich die Gute, aber trotzdem gut in Form. Ich bin Impa, Überlebende der Sheikah. Meine Aufgabe ist, Zelda zu schützen. Alles ist so geschehen, wie es die Prinzessin prophezeite. Du bist ein tapferer Junge. Die Vorsehung hat dich an diesen Ort geführt. Mir wird nun die Aufgabe zuteil, dich eine Melodie zu lehren, die du nie vergessen darfst. Es ist ein Lied, das die Königsfamilie von Generation zu Generation weitergibt. Ich habe dieses Lied für Prinzessin Zelda gespielt, als sie noch ein kleines Kind war. In den Noten verbergen sich mysteriöse Kräfte. Lausche nun der Melodie. So, dann hol mal raus deine Ocarina hier. Macht ihr das auch, dass ihr den Sound immer so mitspielt, wie ihr es auch wirklich gehört habt? Es gibt ja welche, die das dann einfach so abdrücken. Das kann ich irgendwie nicht. Muss ich das immer mitmachen. Sehr schön. Du hast Zeldas Wiegenlied erlernt. Wenn dich die Soldaten hier finden, bekommst du Ärger. Lass mich dich aus dem Schloss führen. Das ist eine nette Sache. Das kannst du mal machen. Du tapferer Jüngling, wir müssen Hyrule vor der drohenden Apokalypse bewahren. Richte deine Augen gen Osten. Dies ist der Todesberg, das Reich der Goronen. Sie hüten den heiligen Stein des Feuers.
Am Fuße des Todesbergs wirst du Kakariko finden. Es ist die Stadt, die ich gegründet habe, um Verfolgten Obdach zu bieten. Bevor du zum Berg aufbrichst, solltest du dich mit einigen Bewohnern unterhalten. Das Lied, das ich dich gelehrt habe, besitzt geheimnisvolle Kräfte. Nur Angehörige der Königsfamilie dürfen es erlernen und spielen. Vergiss nicht, du kannst damit beweisen, dass du in königlicher Mission unterwegs bist. Geh nun, die Prinzessin und ich warten auf dich und die heiligen Steine im Schloss. Enttäusche uns nicht. Ja, sag mal! Hätt ihr der Schlüpfer oder was? Wie kannst du da neben mir einfach was zünden, ey? Geht's auch irgendwie ein bisschen zu gut, ne? So, aber ey, zunächst einmal gehen wir zur Long Farm. Ja, ich laufe auch einfach mal normal. Denn da können wir ja an uns noch eine Flasche besorgen. Und noch ein Herzteil. Ja, ich hätte ja eigentlich auch noch einen alten Hund nachts der einen Dame bringen können. Das hätte ich auch noch machen können. Aber das machen wir alles noch, Leute. Long, long fahren. Speichern hier. Gehen wir mal rein zu Alon, der müsste jetzt ja wieder da sein. Jawohl, guck mal hier. Uiuiui, Gail, was? Bin ich schon wach? Es scheint so. Hey, wenn das nicht der Junge aus den Wäldern ist, vielen Dank nochmal, dass du mich geweckt hast. Es hat ganz schön lange gedauert, bis ich Marlon beruhigt hatte. Was hast du denn heute so vor? Nichts Besonderes? Nun, wie wäre es dann mit einem kleinen Spielchen? Hast du Lust? Die drei Hühner hier sind super Hühner. Ich werde sie nun mit den anderen herkömmlichen Hühnern vermischen. Gelingt es hier, sie innerhalb einer bestimmten Zeit aus allen anderen herauszupicken, werde ich dich mit etwas Nützlichem belohnen. Mein Spiel kostet 10 Rubine. Machst du mit? Klar, Mann. Du hast 30 Sekunden. Jetzt geht's los. Hier sind die Superhühner. Finde sie. Da ist auch schon eins gelandet. Sauber. Wieder eins. Ah, ich bin ja klasse. Nimm das Huhn. Das ist es nicht. Welches war das? Jawohl. Wow, unglaublich. Du hast ein gutes Gespür. Du hast sie tatsächlich alle gefunden. Komm her zu mir. Yeah, ich kenne mich aus mit den Hühner. Hey, Junge. Du hast das Zeug dazu, ein verdammt guter Farmer zu werden. Würde mich freuen, wenn du mal und heiraten würdest. Na? Klar, Mann. War doch nur Spaß. Oh, hier, nimm diese Flasche Long-Long-Milch an dich. Sie gibt dir neue Energie, sobald du sie trinkst. Hast du die Flasche geleert, kannst du jederzeit zurückkommen und sie dir gegen ein geringes Entgelt auffüllen lassen. Du hast Milch erhalten. Diese Milch ist sehr gesund. Ja, deswegen, also... Also drei Flaschen kriegt man auf jeden Fall locker flockig und die vierte ist, glaube ich, dann ein bisschen was mit den Geistern zu tun, die man so jagen kann, ne? Da kriegt man eins als Belohnung. Und das Geld mal eben kurz wieder hier. Ja, so, dann ein Rubin plus gemacht hier. Bei dem alten Talon. So. Ah, nicht vergessen. Ich will Kulas immer mitnehmen. Wenn es jetzt nachts wäre, würde da an der Wand auch noch einer kleben. Kann ich hier bei ihr jetzt eigentlich schon das Lied lernen? Bin mir da ehrlich gesagt gar nicht so sicher. Hallöchen, Marlon. Ich grüße dich. Kennst mich noch? Ah, der Junge aus dem Wald. Ich hörte, du hast meinen Vater gefunden. Er hat dir das Schloss gefallen. Und die Prinzessin, hast du sie gesehen? Daddy hatte es ganz schön eilig, nachdem du ihn geweckt hast. Oh, ich muss dir jemanden vorstellen, Feenjunge. Das Pferd hier heißt Ipona. Süß, nicht wahr? Wie scheint, hat Ipona Angst vor dir. Kann ich mir das nicht einfach beibringen jetzt? Dieses Lied hat meine Mutter geschrieben. Es ist wunderschön. Lass es uns zusammen singen. Ja, los. Dann bring mir das auch bei. Oh, ein hübscher Ocarina. Willst du das Lied auf der Ocarina spielen? Let's go.
Das ist das, was ich gerade meinte, so mit den Songs, die man neu lernt, ne? Ich kann nicht einfach so durchdrücken, das funktioniert nicht. Nice. Du hast Ibonas Lied erlernt. Sehr schön gemacht. So, fertig. Jetzt magst du mich, ne? Gut, Leute. Dann würde ich sagen, war es das an der Stelle auch schon wieder. Ne, es war ein bisschen mehr Gesabbel, aber das gehört dazu. Wir haben auf jeden Fall zwei Lieder gelernt. Wir haben die Unterschrift der Prinzessin. Asko Tullas. Neuen Feenbeutel, Kerne, Tasche oder wie man das nennen soll. Oder würde ich sagen, geht's in der nächsten Folge weiter. Vielen lieben Dank fürs Reinschauen. Wenn es euch gefallen hat, gern wieder einen Daumen nach oben da lassen. Schreibt auch gern einen Kommentar. Es würde mich super freuen. Würde mir unglaublich helfen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Also, tüdelü.